Hey Friends, ich bin's mal wieder, Pauline, und heute gibt's eine wundervolle Voice-Over-Action. Euch zeige ich jetzt, wie ich die Tapete wieder von der Wand abbekomme, die ich vor ein paar Jahren mit einem Video an die Wand angebracht habe. In dem alten Video habe ich wirklich sehr gestruggelt, hatte glaube ich 2 Tage gedauert, bis die Tapete damals wirklich gehalten hat. Es war so schön. So, und jetzt gönnen wir uns mal fix die Leitergeräusche. Und tatsächlich habe ich nur 1 oder 1,5 Stunden gebraucht, um diese komplette Tapete wieder von der Wand zu entfernen. Das war Kosten-Nutzen sehr gut. Man sieht hier im kompletten Video, wie groß meine Lust ist, diese Wand vorzurichten. Und man mag es kaum glauben, sowohl dieses Fototapete abmachen, als auch damals das Fototapete anbringen, hat mir nicht die Lust genommen, in meiner neuen Wohnung neue Fototapete an die Wand zu packen. Ich weiß nicht, wie selbstkasteiig ich immer durch die Gegend gehe oder meine Wohnung gestalte. Aber ich bin gerade auf der Suche nach einer neuen Fototapete, die ich in mein Schlafzimmer kleben kann. Aber Hand aufs Herz, solche Tapeten sind einfach mega hübsch und werten jedes Zimmer schon ein ganzes Stück auf. So, und jetzt sehen wir mich, wie ich mega viel Freude habe zu streichen. Es gibt für mich nichts Schlimmeres als streichen. Ich finde das so frustrierend. Und hier frage ich mich womöglich, wie man Maler sein kann, hauptberuflich. Nee, einfach immer wenn ich streichen muss, denke ich daran, wie kann man das in 8 Stunden und das 5 Tage die Woche machen. Ja, und Weißstreichen macht so besonders viel Spaß, weil man dann noch mehr Stellen übersehen kann. Wow! Aber am Ende habe ich es doch geschafft und wir sehen hier, es ist zauberhaft. Wie als wäre nie etwas gewesen. Aber ich würde euch bitten, mich niemals dafür zu buchen, dass ich euch entweder ein Fototapete an die Wand bringe oder die Fototapete wieder von der Wand abmache. Mache ich nicht. Hey Friends, wenn ich jetzt etwas abgekämpft aussehe, es liegt daran, dass ich die letzten Reste meiner Wohnung rausgeräumt habe. Und sie heute in der nächsten halben Stunde abgeben werde, hoffentlich. Und sehen Sie diese Wand in meinem Hintergrund? Da war einst eine Fototapete dran. Ich bin sehr traurig, aber ich bin auch irgendwie glücklich darüber, dass ich es geschafft habe, die ohne Probleme abzukriegen und zu überpinseln. Und so als wäre es niemals da gewesen. Wow. Amazeballs. Man sieht aber die unterschiedlichen Farben, die ich benutzt habe. Hier und da und dort. In dem Sinne, danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!